Aber wie? Wie geht's weiter? Das lief auch alles bisher so sehr reibungslos, ne? Ich kann mich auch nicht fallen lassen, weil das ist eine Schräge. Da rutsche ich nämlich runter. Das ist zu weit. Ist zu hoch? Uhrzeiger. Weiter komme ich nicht. Er hält sich da nicht. Ja, ja, ich weiß, aber wie? Hab doch schon geklärt, dass das auf Hitler 9 stehen muss. Die Frage ist nur, wie. Warte einfach, die Uhr läuft ja. Nein, Scherz. Ja, Rätsel, Rätsel, raten. Rührei mit Tomaten. Hier lang zu hangeln bringt mir auch nichts. Muss ich wieder zurück auf das Dingen? Nein, muss ich nicht. Den hier verstelle ich die Uhrzeit. Alter, ernsthaft? So einfach wäre das gewesen. Alter, ernsthaft. Tolles Panorama. Ja, ich weiß, wir waren ja schon mal hier. Toll. Jetzt kommen wir nicht mehr zurück. Es ist so Nathan. Alter. Hehe.
auch nicht mehr die stabilste Wand hier. Nur stehe ich hier. Warum stehe ich hier und singe? Ach so. So, da werden wir. Geh ich doch einfach hier rein. Was soll denn das? Okay, Sully, geschafft. Ich höre dich nicht, Sully. Das wird richtig laut. Ja, das wird wehtun. Sully, Achtung! Sorry, der Griff ist abgebrochen. Dann muss ich sie wohl selbst läuten. Alter, ernsthaft? Ist das dein voller Ernst? Ist das dein fucking Ernst? Okay, los geht's. Alter. Ich hänge noch. So, ich muss hoch. Oh, oh, oh. Alter Vater. Heilige Scheiße. Sally? Hoppala. Hey Sully. Hey Sully. Oh, Scheiße. Wenigstens ist die Tür offen, was? So geht es natürlich auch. Alles okay? Keine Ahnung. Bei dir? Auf. Komm, mal sehen, was Avery für uns bereithält. Okay. Unglaublich, was eine Katastrophe wieder. Das, Hey, schau! Die Münze! Willst du sie? Ja, klar, warum nicht? Das macht die Leute draußen auch nicht stutzig oder so. Der ganze Krach in der Kirche da, in dem Turm. Gold und Juwelen. Sam, endlich, bist du okay? Ich habe meinen Turm durchsucht, nichts gefunden. Tja, das ist definitiv der richtige Ort. Komm hier rüber! Ernsthaft? Okay, ich bin unterwegs. Komm. Gut. Das ist nicht gut. Der bringt entweder alle mit, weil sie ihn gefangen haben, oder sie verfolgen ihn. Eins von beiden. Haben wir den Schatz? Nein, wir haben ihn nicht. Sully, bin ja weit voraus. Ja. Wow. Nice. Seid ihr unsere Jungs? Yep. Henry Avery, Thomas Two, echte Komplizen. Okay, nice, nice. So, das nächste Rätsel. Alles Sterne außer die beiden Symbole der Piraten. So, bevor ich das anklicke, ist hier irgendwas, was ich mir merken müsste, sollte. Okay. Die Gründer. Die Gründer von was? Der schlimmsten möglichen Schnitzeljagd. Hier sind die Siegel von Avery und Two. Die sind aber etwas anders. Ja,
Wir haben diese Sternmuster. Was drücken wir jetzt als Erste? Die drehen sich. Aber in welche Richtung sollen sie zeigen? Naja, so dass die Sterne zueinander zeigen. Okay. Sollen wir nachsehen? Ja, warte kurz. Mehr Piratensymbole. Adam Baldridge, Anne Bonny und Christopher Condon. Ha. Warte, ich muss mir die Symbole mal eben kurz angucken, ob es da irgendwas gibt, was man... ...leiten kann. Nee. Okay. Ha, ha, ha. Kann auch nicht zoomen oder gucken, ne? Alter. Das hilft mir nicht. Hier zwei geflügelte Symbole. Und immer die Rahmen. Irgendwas mit den Rahmen. Irgendwas mit den Schwertern. Kelch, Schwert. So. So. Na, jetzt habe ich... Es gibt zu viele Kombinationen. Schauen wir doch mal, wo diese Tür hinführt. Ich hoffe noch auf ein paar Schätze. Da sind wir schon zwei. Schauen wir doch mal. Vielleicht finden wir hier einen Tipp. Hey, ich hatte recht. Baldridge, Bonny und Condon. Sehr schön. Aber was machen die überhaupt hier? Tja, finden wir es raus. Bonny war ein Rotschopf. Ja. Ach ja, Condon nannte man Einhandbill. Die andere war wohl angefertigt. Oh, dieser Schnauzer. Beinahe so beeindruckend wie deiner. Ach, nicht schlecht. Na da. Hey, Nate. Sieh mal. Noch ein Sternmuster. Auf der Jacke. Siehst gerade. Ich hab's gerade gesehen. Die auf den anderen Siegeln von Avery und Two im anderen Raum. Hey, du hast recht. Hier ist noch so ein Sternmuster. Ja, aber das hier ist anders als das erste. Oh ja, gut aufgepasst. Danke. Gutes Aussehen ist nicht alles.
Was denkst du? Die Siegel von Avery und Two. Die Sterne passten zueinander, weißt du noch? Ich wette, das tun die auch. Na. Fertig. Versuchen wir es mal. So, versuchen wir das mal. Versuchen wir mal unser Glück. Warte, du Idiot. So. Die müssen so zeigen, das Pferd muss so zeigen und der Drache so. Alles klar. So. 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 Okay. Stimmt doch. Der ist doch richtig. Warte mal. Vielleicht mache ich auch einen Denkfehler. So. Nee, das ist ja Quatsch. Hat ja gar keinen Sinn. So ist richtig. So. Dann nimmst du den. So. Dann nimmst du den. So. Ehrlich, so ist das. Warte mal, die sind in der falschen Reihenfolge. Kann ich die irgendwie... So, das ist der Ausgangspunkt. Jetzt so.
So. Und so. Was stimmt denn hier nicht, Freunde? Nein, nein, Idiot. Kann ich die irgendwie packen? Nee, ne? Warum werden die denn dann? Drache wäre so, das Einhorn wäre so und die wären so. Flügel, Flügel, Mannequin. Alter. Flügel, Flügel, Mannequin. Aber dann auch nur, wenn die an der Stelle wären. So, das ist da. Und das ist da. Und das ist da. Das heißt, er muss kopfüber. Pferd muss kopfüber. Die müssen nach links zeigen. Richtig. So, so macht Sinn. Kopf über, links. Alter, ist das so schwer. Jungs, ey Leute. Wer waren diese Typen? Das, das sind, Weißt du nicht, oder? Es gab damals einen Haufen Piraten, weißt du? Wir stecken fest. Nein, gar nicht. Gib mal dein Handy. Was, willst du einen Freund anrufen? Fast. Telefonjoker. Ich texte Sam. So.
sind eigentlich ein paar schöne Gemälde. Wenn wir keinen Schatz finden, könnten wir sie an ein Museum verkaufen. Da fehlen wir die Sternenmuster. Bild. Okay, ich meine ja nur. Hey, Sully, hilf mir mal. Na klar. Danke. So. Hängt es gerade? Wen interessiert das? Ich zum Beispiel. Puh, sieh dir Farrells Gesicht an. Er wäre wohl lieber irgendwo anders. Na. Nada. Hey, Richard Wand. Puh, er und Baldridge haben wohl um die beste Perücke gewetteifert. Hm. Ah, warte. Na. Warte, willst du mich verarschen? William Mays. Amerikaner? Ja, ja. Aus Rhode Island. Wie Thomas Too. Oh, Telefon. Hey, bist du noch im Turm? Ja, gerade wieder runtergeklettert. Was ist das für ein Bild? Sag ich dir später. Sag mir erstmal, wer ist. Also, die Delfine sind Richard Wand. Der Dreizack ist Joseph Farrell. Und die beiden Hände mit Perle sind William Mays. Gut, bleib an einem Ort mit Empfang. Wir brauchen dich bestimmt noch. Warte, Nathan. Hast du den Schatz? Nein, noch nicht. Aber ich arbeite an einem Mechanismus. Ich sag Bescheid. Bücher, Globus. Dieser Wand wirkt wie ein Gelehrter. Aha. So, wo ist deins? Ach, da. So. Aus dem Weg, Sully, ich muss hier denken. Das fällt mir manchmal schwer genug. So, die Delfine waren... Wand Farrell Mays. Okay, warte, wie machen wir das? Let me check. Das... Ich glaube, ich sehe es schon. Warte. Warte. Ja, komm, ich mach's mal eben, damit es jeder mitkriegt. So, einmal so. So rum. Den. So rum. Und dann den. So rum. Ist das korrekt? Sehe ich das richtig? Yep. Okay. Und wen haben wir hier? Weißt du, ich bin wirklich geschockt, dass du das nicht weißt. Oh, ich weiß es. Ich will sicher gehen, dass Sam es weiß, weißt du? Er will gerne gebraucht werden, deshalb. Aha, natürlich. Er will gerne gebraucht werden. Ja, wollen wir das nicht alle? England.